interessante Waffe, weil da die Munition halt nicht so schnell aufgebraucht ist, aber... Verschwindende Schrecken. Wir bleiben hier oben, Roger. Zeig ihnen, was in dir steckt. Das muss Bumm machen. Oh, fuck. Ich stelle mich einfach hinter euch. Was sind denn davon? Wenigstens noch das Hinterteil. Du schaffst es, Rotschopf! Weiter so! Och, Eloy, lass doch los! Es wäre ja hilfreich, wenn ihr helfen würde. Ich muss nachsetzen, solange die Säure wirkt. Ah, fuck. Was passiert ein? Eloy, lass das Spielzeug mal los. Da noch nicht mal hochklettern. Ja, hoch mit dir. Och, die Alte. Wenn ich mit der verheiratet hätte, ich sie, glaube ich, schon verlassen. Ist auch nicht mehr zu helfen. Diese ständige Eingebuddele. Geht mir auf die Nerven. Ah, ah. Er musste mich jetzt treffen. Autsch! Warum treffen die dann immer noch? Das ist etwas, was mich so ankurbelt. Dieser verkackte Flächenschaden. Den nervt.
Kann ich mich jetzt hier oben wieder hinstellen? Wollte ich gar nicht loslassen. Das ist diese Fähigkeit, die ich habe. Und ist das richtig krass? Ja, vergiss die hier. Boah. Sind mit Säure Pfeilen. Genauso wie mit den Sprengstäben. Ist das definitiv einfacher. Das ist die andere Methode. Die ich. Könnten wir jetzt mal bitte rauskommen? Oder machst du da 5 gegen Schildkröte? Was ist denn? Aber auch. Ja, klar. Es trifft mich trotzdem. Du hast hier gar nichts zu suchen. Nur mal so zur nützlichen Information. Du bist ein ungebetener Gast hier. Der Pia drückte mich. Ich komme hier nicht raus. Das war spitze. Houston, we have a problem. Ich hab mal wieder einen Spielebug gefunden. Ah, ich hab's ganz geschafft. Boah, echt. Die Waffe ist ja schön und lustig, aber gegen große Gegner voll für den Arsch. Explodierende Funken, fliegendes Metall. Baboom! Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Meinst du jetzt mit bessere an Waffen oder von diesem komischen Handschuh? Wieder haben. Verdammte Scheiße, noch eins. Ja,
Also mit den Sprengpfeilen jetzt hier drauf. Mal ja gesehen, hat man definitiv mehr Schaden gemacht als das. Da liegt hier eine Knarre rum, weißt du, die einfriert. Wow. Wenn du bei dem Vieh bist und eins gehen und jetzt lacht das Vieh dich aus. Yay, noch mehr Uhren. Oh, wie geil. Ich würde gerade sagen, ich hätte einen Uhrentick. Ohne Frage, der über die Brücke einen drunter. Nein, ich will keinen Dorn über die Brücke. Den bösen Schuften da hinten um die Ecke erstmal ordentlich auf den Sack gehen. Sollte ich am besten den Anführer erledigen. Ich kann euch alle sehen. Du bist der Anführer, definitiv. Und das war der Kopf von jemand anderem. Schmetterte so schön. Alle angeschissen kommen dann. Soll ich jetzt mal abbiegen wieder? Da läuft auch noch eine Pinne und so rum. Ging gerade volle Kanne daneben. So, weil sie da den Körper gefunden haben. Deswegen sind sie da so am Rumzicken. Das ist noch nicht mal mit dem normalen Bogen. Die Entfernung klappt definitiv nicht. Zu früh losgelassen. Oh. Hübschen, wo willst du denn hin? Also die Entfernung ist schon hart für den Bogen. Nicht entdeckt. Er hat mich verraten. Alle sehr. Hm? Oh, der Vieh ist kaputt gegangen. Niemals. Warum grinst du dabei so? Hm? Hier ist niemand. Die hätten nicht herkommen wirklich sollen. Nein, du bist die unschuldige Person, ne? Ja, nee, ist klar. Mhm, ja. Mhm. Wollt ihr jetzt mal irgendwie mal zu mir hochkommen oder macht ihr jetzt hier nur einen auf Rede, Freude, bunte Eierkuchen?
Ja, bleib so, bleib so. Nein, der verkackte Schuss daneben. Boah, der kann werfen. Vincent ist noch schmerzhaft. Bis morgen die Fehler. Also. Noch schmerzhaft, okay. Hätte ja sein können. Dann macht Günther das für dich, ja? Dreh dich nochmal um. Komm schon. Ich weiß, du willst es. Dreh dich um. Hier ist niemand. Wirklich nicht. Es kommen noch mehr von uns, weißt du? Dreh dich um. Kann ich hier deinen dämlichen Helm nicht runterschießen? Er hat schlecht geschlafen. Aber komisch. Müsste dich jetzt mal umgehen? Kannst du nichts als dich verstecken? Werf die gleichen Pfeil runter. Und warum Anführer immer so lange brauchen? Das Gebiet besser als du. Ja, nee, glaube ich nicht. Dann wärst du schon hier oben. Nein, unfassbar. Wir haben sie verloren. Keine Warnung. Sie ist noch da draußen. Der will sich nicht umdrehen. Doch. Was? Das war das Schild? War eine Schwachstelle, ich konnte nicht sehen, welche. Ist der eben doch runtergeflogen? Nee, der Fall kommt wieder nicht an. Trotz, dass er jetzt schon so crazy ist. Aber da kommt er an. Anscheinend nicht. Immer noch nicht. Gemein. Ja, mit dem Bogen das da aber auch nicht. Irgendwie verkehrt ziehen wieder, ne? Hat selbst Schuss in die Fresse passiert nichts? Ah, in den Fuß hätte ich schießen müssen. Lieber unsichtbar. Ein Schlüssel. Oh, wieder ein scheiß Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas. Wenn die nicht mal anständiges Loot bei sich mittragen? Ja, die sind auf jeden Fall schon mal stärker als die Standarddinger. Das ist schon mal sehr schön. So, wo hast du denn das Paket versteckt? Ja.
Ob der Schlüssel diese Truhe öffnet? Wachen von gefallenen Soldaten. Boah, dann haben wir das nämlich hier auch schon erledigt. Können wir nämlich mal hier hin. Ich sollte sie da ja wohl auch noch einen Auftrag gibt. Dann würde ich auch noch gerne einsacken. Ich weiß, dass ich zu Demeter muss, aber ich will da noch nicht hin. Du weißt, was da auf mich schon wieder lauert. Aber was ich gerade sehe, ich habe 6 Fertigkeitspunkte. Ich muss die schon wieder ausgeben. Hallo, Laden. Lademann und Söhne. Munitionsexpertin. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Muss mich doch nicht bewachen, wenn ich schlafe. Ah, okay, auch wieder wahr. Mehr Gegner. Ja, das ist auf jeden Fall. Definitiv. So. Ist hier noch nehmen. Und schwere Waffe. Verursacht mit schweren Waffen mehr Schaden. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Also da muss man sagen, im ersten Teil fand ich das mit den Lagern von Feinden weitaus interessanter als das hier. Da hast du wenigstens noch so eine Menge da gehabt und die waren dann sofort da und Alarm und reißt die Wand an. Aber hier ist das wirklich irgendwie genau ziemlich lame, hier drüben. Muss man sagen. Hast du schon wieder eine tolle Idee für uns? Aloy, welch ein großartiger Tag. Großes liegt in der Luft. Oder wird es bald? Großes, hm? Sieh her, ich nenne es Morlands fantastischer Schwebeballon. Inspiriert von den fliegenden Kugeln der Banuk bei ihren Clankämpfen. Hoch da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Ohne Last der Schwerkraft lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Ein mechanischer Brenner. Klein. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten. Eine solche Statue hatte den Brenner im Maul. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn mir schnappen konnte. Könntest du ihn holen, bitte? Okay, Mollen, du hast mich. Ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, okay. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Die besagte Statue ist hoch oben. Bedrohlich wie ein Albtraum. Oh, und wenn du lieber sanfter in die Ruinen absteigen willst, nimm den Aufzug. Geh zurück ins Gebäude und dann nach oben. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. Dass ich gerade so drum gebeten hat, habe ich gerade so gedacht, jetzt fällt er auf die Knie und bettelt sie so richtig böse an. Bitte, Aloy, du bist meine letzte Chance. Oh, nee, du. Aber naja, gut, kann man nichts dran ändern. Hat er leider doch nicht gemacht, wäre aber cool gewesen. Ja, eigentlich auch hingehört bei solchen Wünschen. Ja, geh auf die Knie. Du hast den Rebellen Außenposten geräumt, ja? Gut. So, das Lagerfeuer noch abspeichern, denn Leute, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und dann wünsche ich euch allen nämlich noch einen schönen Abend, denn ich bin erstmal raus für heute. Ciao, tschüss und bye, bye.